Moin Moin und willkommen zurück zu Mass Effect Teil 1 der Legendary Edition. Und ich habe mich letztes Mal gefragt, warum ich so wenig Schaden mache. Liegt wahrscheinlich daran, weil ich einfach die ganzen Talentpunkte nicht vergeben habe. Deswegen sind wir mal hier im Talentbaum drin und werden da einfach mal ein paar Talente vergeben, würde ich sagen. Also, das ist natürlich Quatsch. Das Präzisionsgewehr, was muss ich haben, um... Ich soll brauche 5 Punkte, okay, machen wir mal. Präzisionsgewehr freigeschaltet. Ja, zack. So, jetzt können wir mit dem Gewehr mich auch ein bisschen besser schießen. Der Schaden um 5. Attentat. So. Erweitertes Attentat. Ich bin ja so ein bisschen Sniper-Typ. Kann ich noch nicht weitermachen. Dafür brauchen wir noch ein bisschen was mehr. Taktische Panzerung, die machen wir auch mal höher. Obwohl, lass uns erstmal die Dechiffrierung ein bisschen besser machen. So, Quatsch. Dämpfung. Okay, lass uns die Dechiffrierung ein bisschen besser machen. Erweiterte Sabotage. Okay, Erste Hilfe freigeschaltet. Erste Hilfe machen wir auch mal dabei. Nur jetzt hier ein bisschen Infiltrat reduziert. Hitzeentwicklung bei Pistolen und Präzisionsgewehr um 6%. Machen wir. Vielleicht ein bisschen schmeicheln. Okay. Einschüchtern machen wir auch mal. Erhöht Schaden und Dauer aller Talente und Angriffe um 1%. Verbesserung um 5%. Ja. Ich glaube, eine Panzerung wäre auch nicht verkehrt. So. Kann ich ihn wieder wegnehmen? Hier einen da hinten noch. Talentpunkt rückgängig machen. Nein, das war verkehrt. Ach, egal. Okay, den mal freischalten. Nur verfügbar für Patrouille. Nächste Schuss, also Schadenhöhe von 250. Okay, das machen wir noch so. Und dann gehen wir hier hin. Taktische Panzer müssen wir höher machen. Schild Boost. Dämpfung. Dechiffrierung. Erweiterte Sabotage. Genau, erste Hilfe noch freischalten. Aber wir machen jetzt erstmal das hier. Pass auf. Infiltrator. Schmeicheln, einschüchtern. Spektertraining. Und vielleicht noch ein bisschen hiervon. So. Das sieht schon mal ganz gut aus. Okay. Zurück. Kann ich hier nicht rüber zu den anderen wechseln? Das kann ich nicht. Und man sieht, wir machen schon ein bisschen mehr. So, Tagebuch gucken kurz mal. Noch No, wir machen sich auf Novera und Berichte übergeht auf die. Okay, Noveria müssen wir noch und wir müssen auch noch. Müssen auch noch nach Pheros. Okay. Ist die Frage, was machen wir? Ich glaube, wir nehmen erstmal Noveria. Finde ich gut. Und wir speichern zwischendurch auch nochmal. So, gut angefangen hat das schon. Gut, jetzt müssen wir uns die anderen einmal angucken, dass wir die anderen auch nochmal stärker machen können. Die werden ja auch ein paar Punkte bekommen haben. Navigator brauchen wir nicht reden mit. Ah, kriegt man bald mal ein paar. Auch bekommen. Ich hätte gerne Gold. Für meinen Orden, meine ich. Ich dachte, sie würden mich vielleicht dafür vorschlagen, wo ich doch ihren Arm aus dem Feuer gezogen habe. Ich möchte jetzt über etwas anderes sprechen. Oh, verstehe. Es sollte eine Überraschung sein. Keine Sorge. Wenn sie mir das Ding anstecken, tue ich so, als hätte ich von nichts gewusst. Also, worüber wollten Sie sprechen, Commander? So, also, wir wollen mal sagen, was untersuchen. Schiffsstatusbericht. Wie macht sich die Normandy? Ist sie so gut, wie alle sagten? Sie ist das beste Schiff der Flotte. Aber sie braucht einen Piloten, der sie auch beherrscht. Es gibt ein paar Schwierigkeiten mit der Trimmung. Man muss sich erst einmal an den riesigen Antriebskern im Heck des Schiffes gewöhnen. Ist manchmal nicht so einfach, diese Kräfte zu handeln. Ein gewöhnlicher Allianzpilot würde wohl echte Probleme mit dem Schiff bekommen, Commander. Aber zum Glück bin ich ja kein gewöhnlicher Pilot. Mehr brauche ich nicht mit ihm reden. Ich muss gehen. Bis dann. So, wir müssen uns irgendwie die anderen ja auch mal ein bisschen stärker machen. Das kriegen wir noch hin.
Aber jetzt werden wir erstmal dorthin fliegen. Und dann suchen wir uns die Squad aus und dann werden wir die Squad ein bisschen... aufpimpen. So. So, wir müssen noch Noveria. So, was ist das hier? Sparta. Können noch einen raus. Da sollen wir hin. Noveria. Machen wir, gehen wir erst Noveria. Pyrrhos können wir dann immer noch machen. Okay, Noveria besteht aus zwei Nebeln. Pax. Strenos. Jeps, reiß mal dahin. Sieht auch schon ganz cool aus, ne? Wenn sie da loseiern. Neuer Nachrichteneingang. Stelle durch. Commander Shepard, mein Name ist Nassana Dantius. Ich habe einen Job für Sie. Über ungesicherte Kommunikationswege möchte ich jetzt keine Details nennen. Wenn Sie an meinem Angebot interessiert sind, kommen Sie bitte auf die Zitadelle, damit wir uns unter vier Augen unterhalten können. Ich werde in der Diplomaten-Lounge im Präsidium auf Sie warten. Okay, aber jetzt wollen wir ja... Jetzt mal dahin. Da landen wir jetzt einfach mal. Landekontrolle, hier ist die SSV Normandy. Bitten um Landeerlaubnis. Normandy, Ihre Ankunft ist nicht geplant. Unsere Verteidigungssysteme sind aktiviert und auf Sie gerichtet. Nennen Sie uns den Grund Ihrer Ankunft. Eine Zitadellmission. Wir haben einen Spectre an Bord. Landeerlaubnis erteilt, Normandy. Wer kann alles, ne? Bitte richten Sie sich darauf ein, dass wir nach der Landung Ihre Identifikation kontrollieren werden. Wenn diese Identifikation nicht autorisiert ist, werden wir Ihr Schiff beschlagnahmen. Sehr gastfreundlich. Hier werde ich meinen nächsten Urlaub verbringen. Okay. Das ist eine von den Borgs. Nee. Achso, wir müssen jetzt Wir können erstmal alles untersuchen hier. Dann kriegen wir da vielleicht auch so ein bisschen... Guck mal, wie wir das bekommen. Müssen wir nur runtergehen? Was hier längs? Nee, ist wohl noch einer runter, ne? Commander, haben Sie eine Minute Zeit zum Plaudern? Natürlich. Meine Tür steht immer offen. Wenn Sie Sorgen haben, immer raus damit. Okay. Ich weiß, dass auf der Normandy einiges anders läuft, aber ich mache mir Sorgen wegen der Aliens, Vakarian und Rex. Bei allem gebührenden Respekt, Commander, sollten Sie wirklich auf dem ganzen Schiff herumlaufen dürfen? Meinen Sie das? Drücken Sie mit der Sprache raus, Chief. Was liegt Ihnen auf dem Herzen? Dies ist das fortschrittlichste Schiff der Allianz Navy. Ich denke, wir sollten Ihnen nicht uneingeschränkt Zugang gewähren, damit Sie Ihre Nase überall reinstecken können. Maschinen, Sensoren, Waffen. Sie trauen den Verbündeten der Allianz nicht? Ich bin mir nicht sicher, ob man die Ratsvölker Verbündete nennen kann. Wir, die Menschen, meine ich, müssen lernen, uns auf uns selbst zu verlassen. Warum so viel Misstrauen? Wie kommen Sie von seinen Mann stehen zu unsere Verbündeten schlecht behandeln? Ich habe nicht gemeint, dass wir sie schlecht behandeln sollen, Commander. Ich denke nur, wir sollten darauf vorbereitet sein, ohne sie weiterzumachen. Die Ratsmitglieder mögen jetzt noch so nobel erscheinen. Aber wenn sie mit dem Rücken zur Wand stehen, werden sie uns verlassen. Sie haben eine sehr pessimistische Sicht des Universums, Williams. Ein Pessimist ist, was ein Optimist einen Realisten nennt. Sehen Sie, wenn man gegen einen Bären kämpft und nur überleben kann, indem man seinen Hund auf ihn hetzt und wegläuft, dann tut man das. Auch wenn man seinen Hund noch so sehr liebt, ist er trotzdem kein Mensch. Es ist kein Rassismus. Nicht wirklich. Angehörige ihres eigenen Volkes werden ihnen immer wichtiger sein als die Menschen. Warum denken Sie das? Sie scheinen da eine feste Überzeugung zu haben, Williams. Wie kommt das? Meine Familie verteidigt die Allianz schon seit ihrer Gründung. Mein Vater, mein Großvater, meine Großmutter.
Sie haben alle ein Gewehr in die Hand genommen und den Diensteid geschworen. Wir neigen wohl dazu, die Interessen der Erde als unsere eigenen anzusehen. Ich verstehe Ihre Gefühle. Okay, mir ist jetzt klar, worauf Ihre Sorgen beruhen. Aber dies ist eine multilaterale Mission, Williams. Sie müssen mit den Aliens zusammenarbeiten, ob es Ihnen gefällt oder nicht. Das wird kein Problem darstellen, Commander. Wenn Sie sagen, spring, frage ich nur, wie hoch? Wenn Sie sagen, ich soll einen Turianer küssen, frage ich Sie, wohin? Danke. Es wird wohl nicht erforderlich sein, dass Sie Turianer küssen. Man weiß nie, Commander. Wir unterhalten uns später, Williams. Ich freue mich schon darauf, Sir. Wir haben ein bisschen geredet. Jetzt müssen wir mal zu unser... Wo ist denn da so ein... Ich will ja jetzt eigentlich ja runter, da. Garus. Fahren wir wieder hoch. Hier. Schauen wir mal, wo wir jetzt hinkommen. Also, wo wir hinkommen, aber. Was habe ich doch jetzt gerade übersehen? Da müssen wir raus. So, klack. So, wen nehmen wir mit? Also, wir nehmen mit. Ich nehme die eine mit für Biotikstärke und ich nehme noch Kaiden mit. Gucken wir mal, was passiert. Innendruck wird Außenatmosphäre angeglichen. Mach mal. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. So, wenn ich jetzt gleich schon hier bin, lass noch kurz die SWAT gehen und die auch noch mal ein paar Punkte verteilen hier. Der Chiffrierer braucht er nicht, aber vielleicht kann der ganz gut sein für Erste Hilfe. So, wir machen mal. Okay. Lia hat auch ein paar Punkte. Versuche mal Aufschlagpunkt einen Stuhl, in den wir wirken. Okay. So. Dann haben wir alle. Perfekt. Ich speichere nochmal kurz. Lass uns mal an Land gehen und gucken, was hier los ist. Der scannt hier irgendwas. Ist die Frage, wo wir hin sollen, ne? Nee, erstmal hier längs. Ah, guck mal. Meiko Matsu sprechen. Das ist weit genug. Wir sind nicht hier, um Probleme zu machen. Ihr Eintreffen wurde nicht angekündigt. Ich brauche Ihre Papiere. Ich bin Inspektor. Mein Name ist Shepard. Blödsinn, Ma'am. Wir müssen das überprüfen. Sie sollten wissen, dass Schusswaffen auf Noveria nicht gestattet sind. Sichern Sie Ihre Waffen, Sergeant Sterling. Sollen wir das zulassen, Commander? Wir werden kooperieren. Ganz ruhig. Ihre Station, Ihre Regeln.
Zu Befehl, Commander. Captain Matsuo, halten Sie sich zurück. Wir haben Ihre Identität bestätigt. Spectre sind autorisiert, hier Waffen zu tragen, Captain. Sie können passieren, Spectre. Hoffentlich verläuft der Rest Ihres Aufenthalts ruhiger. Heieiei. Mahasinisan wartet oben auf Sie. Benehmen Sie sich. Alter, sind die alle so feindselig hier, oder? Wir wollen doch eigentlich nur helfen. Oh, hier sieht ganz schön aus. Wartet oben auf uns. Mal gucken, wo oben ist bei ihr. Waffendetektor. Ich bin Gianna Parasini, so. Administrator Anoles Assistentin. Wir entschuldigen uns für den Zwischenfall an der Andockbucht. Ich weiß Ihre Hilfe zu schätzen. Bin aber nett. Gern geschehen. Ihnen sollte klar sein, dass unsere Sicherheitschefin nur ihre Arbeit gemacht hat. Zu meinen Pflichten gehört die Einweisung von Neuankömmlingen. Haben Sie irgendwelche Fragen? Ich hörte hier, während geht. Ist hier vor kurzem etwas Ungewöhnliches passiert? Etwas Ungewöhnliches? Eine Asari-Matriarchin kam vor einigen Tagen vorbei. Lady Benesia. Benesia? Ist sie hier? Kann ich mit ihr reden? Benesia reiste vor einigen Tagen zum Komplex auf Gipfel 15. Soweit ich weiß, ist sie immer noch dort. Ich brauche die Koordinaten. Können Sie mir sagen, wie ich da hinkomme? Sie brauchen Administrator Anoleis Freigabe, um den Raumhafen verlassen zu können. Und wo ist die Anoleis? Wo finde ich den Administrator? Sein Büro ist auf der Hauptebene. Oben, links, neben dem Fahrstuhl. Warum sind hier so viele Waffen? Das ist ziemlich viel Sicherheit für so einen kleinen Raumhafen. Die Direktoren tun alles, was in ihrer Macht steht, um die Unternehmen unserer Klienten zu schützen. Meine Untersuchungen dürfen nicht gestört werden. Sehen Sie sich vor, sonst begraben die Direktoren Sie unter Anklagen. Dann werden Sie einen Asari-Anwalt brauchen. Verstanden. Können wir jetzt reingehen? Natürlich. Kommen Sie zu mir ins Büro des Administrators, wenn Sie Hilfe brauchen. Sie ist hier. Ich kann es nicht glauben. Ich dachte mir, dass Sie mit mir reden wollen, Shepard. Über meine Mutter. Nein, ich vertraue Ihnen, Liara. Sie sind zwar nicht beim Militär, aber ein Teil meiner Crew. Danke, Shepard. Das bedeutet mir sehr viel. Okay, also oben links beim Fahrstuhl, hat er gesagt. Hier ist der Fahrstuhl. Okay. Willkommen im Han-Shan-Raumhafen, dem angesehensten Ort der Galaxis für unabhängige wissenschaftliche Forschung und Entwicklung. Zu Ihrer eigenen Sicherheit und um die Privatsphäre anderer zu schützen, haben Sie allen Anweisungen des Sicherheitspersonals Folge zu leisten. Wenn Sie noch Fragen oder Bedenken haben, so stehen Ihnen unsere freundlichen Verwaltungsangestellten jederzeit zur Verfügung. Vielen Dank und einen angenehmen Aufenthalt. Hatte ich gesagt, oben links beim Fahrstuhl? Ist ja kein Anliegen. Also hier ist nicht noch irgendwas, müssen wir hier mal gucken. Händler, okay, mit dem brauchen wir nicht handeln. Guck mal, was finden hier. Die Karte gucken. Okay, da wollen wir hin. Und das wird wahrscheinlich das Büro sein, wo wir rein müssen. Das sieht so ein bisschen so aus. Das ist schwierig, Gianni. Hier sollen wir nicht reden, hatten wir ja schon. Wie kann ich Ihnen helfen? Wie ist denn schneller zu uns gekommen? Achso, dann muss die Tante öffnen, okay. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich möchte mit Anoles reden. Einen Moment bitte. Mr. Anoles? Ja, was? Was? Commander Shepard möchte Sie sehen, Sir. Gut, okay, kommen Sie rein. Siehst du, geht doch. Sie werden verzeihen, dass ich nicht aufstehe. Ich habe keine Zeit, Flüchtlinge von diesem Schandfleck namens Erde zu unterhalten. Okay. Ich bin als Spectre hier, nicht als Mensch. Vergessen Sie das nicht. Seien Sie versichert, dass mir das völlig klar ist.
Dieser Empfang ist reine Höflichkeit. Ich werde nur so weit kooperieren, wie es die Direktoren verlangen. Unternehmen kommen hierher, um vor dem galaktischen Gesetz nicht aufzufallen. Ich suche jemanden. Ich bin nicht hier, um mich nach ihren Mietern zu erkundigen. Trotzdem ist es meine Pflicht, sie von ihnen fernzuhalten. Spectres halten sich im Allgemeinen nicht an die Regeln. Ich hörte, dass eine Asari-Matriarchin hier sei. Venesia? Sie traf vor einigen Tagen ein, zusammen mit einer Eskorte und etwas Frachtgut. Jetzt ist sie auf Gipfel 15. Ups, kurz was trinken? Was für Frachtgut? Was können Sie mir über Ihr Frachtgut erzählen? Groß, schwer und versiegelt. Es hat den Waffenscanner passiert. Alles andere geht uns nichts an. Definieren Sie Eskorte. Was meinen Sie mit Eskorte? Das versteht sich doch von selbst. Leibwächter, die ihre Person schützen, hauptsächlich Asari-Soldaten. Und Sie finden das nicht seltsam? Sie haben alle Bestimmungen beachtet. Ich hatte keinen Grund, Lady Benesia zu verbieten, sie mitzunehmen. Ich muss sie sehen. Ich muss sie sofort sehen. Das geht leider nicht. Gipfel 15 ist eine private Einrichtung in den Skadi-Bergen. Außerdem tobt dort gerade ein Schneesturm. Die Shuttles können nicht fliegen und alle Wege sind unpassierbar. Warum ist sie hier? Was hat sie hierher geführt? Wenn ich es wüsste, dürfte ich es Ihnen nicht sagen. Sie kam als Agent Sarens Vollstreckerin hierher. Verzeihung, als was? Vollstreckerin. Saren hält einen Großteil der Aktien von Binhex. Lady Benesia ist autorisiert, in seinem Namen zu handeln. Sie ist im Auftrag von Binhex hier. Es gab Probleme auf Gipfel 15, um die sich Saren kümmern muss. Okay. Ich habe momentan keine weiteren Fragen. Gut. Ich erhielt in der Zwischenzeit ein Dutzend dringende Nachrichten. Na okay, wenn er sagt, er hat neue Nachrichten. Gut. Mr. Anoulis ist nicht der Einzige, der einen Pass zum Verlassen von Han Shan hat. Okay, wer denn noch? Sie haben noch nie für ein Unternehmen gearbeitet, was, Commander? Bürokratie kann man nicht mit Gewalt bezwingen. Was schlagen Sie vor? Okay, okay. Was würden Sie tun? Reden Sie mit Lorik Keen. Den finden Sie an der Hotelbar. Mehr kann ich nicht sagen. Nicht in Hörweite von Mr. Anoulis. Super. Wir reden später weiter. In Ordnung. Gut, das machen wir. Ab zur Bar. Okay, dann lass uns mal den Lorik Keen suchen. Der soll an der Hotelbar sein. Die Bar werden wir wohl finden können. Auf hier. Wo war denn diese Hotelbar nochmal? Kann man ihn sprechen? Ich bin im Dienst, Spectre. Ich sollte nicht mit Ihnen reden. Achso, okay. Da oben sieht nach einer Bar aus, oder? Symbol da hinten. Das ist nicht die Hotelbar. Das ist ein Fahrstuhl. Warte mal, wir können mal auf die Karte gucken. Nein. Karte aufrufen nicht. So, also Garage, Plaza. Das Ziel können wir wieder verwerfen, weil das ist ja nicht mehr da. Ja, fahren wir mit dem Fahrstuhl, oder? Fahrstuhl zum Hotel. Macht schon Sinn. Gucken wir, ob wir da. Ist ein bisschen behäbig, die Steuerung, wenn man vorher mal was anderes gespielt hat. Merke ich gerade. Aber naja. Ui. Ja, eine coole Truppe, oder? So, schauen wir mal, wo wir da landen. Da ist Lorik. Entschuldigung, ich würde gern kurz mit Ihnen reden. Ah, wir reden erstmal mit ihm hier. Guten Tag. Setzen Sie sich und trinken Sie was. Was kann ich für Sie tun? Sind Sie Lorik Keen? Ich hörte, dass Sie mir vielleicht helfen können. Sie sind der Spectre, der eben ankam, nicht wahr? Wie kann ein alter Turianer wie ich Ihnen denn helfen? Ich muss in die Garage, um an andere Orte zu gelangen. Sie brauchen einen Pass. Was für ein Zufall. Ich bin der Leiter des hiesigen Büros von Synarq. Zumindest im Moment. Mr. Anoulis hat mein Büro geschlossen. Er behauptet, Berichten über meine Korruption nachzugehen.
Der Administrator ist ein interessanter Mann. Er ist ziemlich reich geworden, seitdem er die direkte Kontrolle über die Mieten hat. Ha, das ist aber ein Zufall. Da gibt es wohl einen Zusammenhang. Allerdings. Ich habe Beweise für Anolés Machenschaften. Er heuerte Schläger an, die in meinem Büro danach suchten. Ich vermute, dass ihr Ziel außerhalb dieses Raumhafens liegt. Mr. Anolés hätte was dagegen, sie umherstreifen zu lassen. Wenn Sie mir die Beweise aus meinem Büro holen, erhalten Sie meinen Garagenpass und einige Credits. Das klingt doch gut. Haben Sie einen Plan? Den habe ich. Allerdings gibt es da noch ein... Wie sagen Sie Menschen doch gleich? Haar in der Soße? Super. Es könnte erforderlich sein, gewaltsam gegen Mr. Anolés Schläger vorzugehen. Mitglieder des Sicherheitsteams von Hanshan haben mein Büro durchsucht. Er bezahlt sie insgeheim. Miss Matsu weiß nichts von dieser Nebenbeschäftigung. Ich werde mich darauf konzentrieren, Ihnen die Beweise zu liefern. Wenn ich Glück habe, muss ich gegen niemanden kämpfen. Großartig. Hier ist mein Zugangspass fürs Büro. Er aktiviert den Fahrstuhl. Perfekt. Die Beweise sind in meinem Bürocomputer. Die OSD enthält einen Zugangscode, mit dem Sie darauf zugreifen können. Stecken Sie sie ins Laufwerk. Der Rest geschieht automatisch. Und vermeiden Sie Blutflecken auf dem Teppich, ja? Na gut. Dann werden wir mal zu deinem Büro marschieren. Kann man gleich direkt auf der Karte doch wahrscheinlich sehen, wo es ist, ne? Na okay, jetzt wird wahrscheinlich dieser Fahrstuhl hier sein. Also, behaupte ich mal, weil es gibt ja mehrere Fahrstühle, aber der geht ja auf jeden Fall schon mal in die Richtung. Nein, Waffen weg. So, dann lassen wir zurückgehen. Tja, man bekommt nichts umsonst im Leben, auch im Spiel nicht. Man muss immer irgendeine Gegenleistung vollführen. Aber ich sollte meine Squad vielleicht mal gleich nochmal ein bisschen kontrollieren. Denn es kann gut sein, dass wenn wir kämpfen sollen, dass wir zu wenig Power haben. Wir schauen mal. Das machen wir jetzt direkt. So, Punkte haben wir natürlich nicht bekommen, das macht aber auch nichts. Aber die Ausrüstung. So, schauen wir, was wir da so haben. Also Sturmgewehr gibt es nichts Besseres, wie man sieht. Nach unten hin wird es immer schlechter. Also. Nehmen wir mal rüber. Handfeuerwaffe gibt es auch nichts Besseres. Haben wir auch nichts Besseres eingesammelt. Gut, gucken wir mal bei Caden. Obwohl, warte mal. Haben wir noch eine andere Rüstung oder so, die wir nutzen können? Nee. Gut, gehen wir auf Caden. Der hat auch nichts Cooles eigentlich. Den nehmen wir mal. Hier, die Rüstung wäre doch nicht schlecht. Die ist auf jeden Fall, hat auf jeden Fall einen höheren Schadenschutz. Ach, die kann ich doch Quatsch. Kann ich eigentlich nutzen, sehe ich gerade. Gut, bei ihr mal gucken. Nein, noch keine Rüstung. Okay, ich hoffe, wir finden noch was. Aber wir können ein bisschen upgraden vielleicht. Guck mal, was haben wir denn da so? Gehärtetes Gewebe. Es gibt auf jeden Fall ein Upgrade. Machen wir einfach mal. Guck mal, ist sie schon mal ein bisschen mehr geschützt. Bei ihm können wir das bestimmt auch machen, oder? So. Und bei mir? Panzerungsplatten. Das ist noch nicht verkehrt. Okay. Gut. Ich speichere nochmal kurz und dann geht's weiter. Guck mal, wo der Fahrstuhl ist. Wir haben ja verschiedene Fahrstühle hier. Das heißt, wir haben auch noch einen hier. Ne? Also wir sind jetzt da. Wir gehen mal zu diesem Fahrstuhl. Fahrstuhl zur Andockbucht. Fahrstuhl zu Sink. Ah, da müssen wir hin. Okay. Da hinten ist er. Das ist auch ein riesiger Komplex hier, ne? Man überlegt, was die jetzt früher alles hier noch schon gebaut haben. Eine riesen Anlage. Schon cool.
So, da ist der Fahrstuhl. Oh. Lily Track, sollen wir mit ihm mal reden? Wer ist denn das? Spectre, was? Ja? Ja, der bin ich. Ich war früher Techniker beim Militär. Außer Maekos Leuten sind hier alle bei irgendeiner Firma. Sie sitzen rum und trinken teures Wasser. Was kann ich heute für Sie tun? Ah, ich muss wieder weg. Ich muss gehen. Ich mal gucken, hier, was du machst. Wahrscheinlich kommen wir dann nur mit dem Pass durch. Also, wir würden wahrscheinlich aufhalten gleich. Aber jetzt machen wir erstmal den Fahrstuhl. Und gucken mal, ob er da ins Büro kommt. So, da sind ja schon mal Sicherheitsleute wahrscheinlich. Safe-Sicherheit. Können wir mit denen reden? Stehen bleiben. Handschuhen Sicherheit. Dieses Büro ist geschlossen. Was machen Sie in diesem Büro? Anordnung des Administrators. Gegen Lorikin wird ermittelt. Okay, pass auf. Vielleicht können wir sie ja verjagen. Ich gehe jetzt da rein und möchte Sie nicht verletzen. Warum verschwinden Sie nicht einfach? Tun wir einfach so, als wäre das nie passiert. Wollen Sie Ärger? Ja, ich stehe auf vollen. Schilde sind unten. Wir wollten eigentlich keinen verletzen hier, aber wir mussten es tun. So, ist was drin? Was Nützliches? Hier ist noch irgendwo einer. Oben. Ich komme noch nicht hoch, ne? War da irgendwo eine Treppe hier? Ah, da. Hm. Headache! Ja, Kopfschmerzen wird es auf jeden Fall haben. Kein Kontakt, Shepard. Gut, dann lass uns mal gucken. Ich wollte da hinten diese Kapsel öffnen. Und dann müssen wir nochmal das andere. Starte mal das Überbrücken. So. Guck mal, hat gleich schon ein paar bessere Waffen gefunden. Da gibt es noch einen Waffenspind. Guck auch nochmal rein. Gut. Die Sache können wir nicht öffnen. Jetzt müssen wir noch das. Das hier finden, das ist ja anscheinend hier vorne schon gleich. Also sein Büro. Oder auch nicht? Hä? Ah, da. Nee. Hä? Bin doch da. Lassen Sie sich nicht von der zivilisierten Umgebung täuschen. Das hier ist ein Ort voller Geheimnisse und Lügen. Okay, kann sein, dass es oben ist und wir. Obwohl, da müsste ein Pfeil drauf sein, ne? Irgendwie? Hä? Warte mal. Das ist doch hier. Das müsste doch hier drin sein eigentlich, oder? Das Wetter da draußen sieht grässlich aus. Na gut. Also irgendwas hier drinnen warm. Muss hier ja sein, aber wir gehen mal nach oben. Vielleicht ist er vielleicht. Macht es eher Sinn, wenn wir nach oben kommen. Weil hier kommen wir nicht rein, ne. Wir müssen wirklich nach oben gehen. Vielleicht ist da ja irgendwie der Weg von oben irgendwie einfacher. Oder man sieht mehr, ich weiß nicht. Oder ist nach oben ein Raum. Da hinten könnte auch ein Büro sein, ne? Ja, okay, das wird's sein. Medigil und hier können wir uns einloggen. Sie laden die Beweise des Lokis Computer herunter. Okay, haben wir. Und mittelschwere Dechiffrierung, können wir es auch öffnen?
6 war machen, okay. So. Bevor wir rausgehen, kontrolliere ich nochmal kurz unsere Ausrüstung. Denn jetzt haben wir anscheinend ja was mehr bekommen. So, pass mal auf, mein Sturmgewehr. Machen wir mal. Also, der Schaden ist jetzt nicht immens höher, deswegen lassen wir das einfach mal so. Aber... da könnte ich noch ein anderes Positionsgewehr nehmen, was ein bisschen mehr... Ja, wir tragen es auf neue Geräte. Das ist cool, das kann man also. Das ist natürlich nicht schlecht. Dass er direkt die Sachen übernimmt. Okay, gucken wir beim nächsten. So, warte. Da. Kriegst die Waffe. Okay, bei ihr. Komm, kriegst auch eine bessere Waffe. Die Schoten wäre besser. Wir müssen ein bisschen ausrüsten, dass die Leute alle so ein bisschen irgendwas haben da drauf, ne? So. Gut. Ja, aber ich würde sagen, dann hören wir direkt hier auf und machen beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.